Es gibt Leute, die nenne ich die Unvermeidbaren. Einer davon ist Robert Pattinson. Das liegt nur daran, dass er ungefähr jedes Jahr auf mindestens jedem Festival irgendwie einen Film hat und er so eine Tendenz dazu hat, immer so Rollen zu spielen, die so völlig abgefahren und überkandidelt sind. Und ich muss sagen, er hat eine Glanzleistung geliefert in The King. Ja, The King hat die witzige Besetzungsidee Timothée Chalamet, genau, der, wie sein Name schon verrät, eigentlich aus Frankreich kommt, zum Briten zu machen und den Herrn Pattinson zum Franzosen, der mit einem unfassbar komischen französischen Akzent seine Texte hier sprechen muss. Aber ich muss sagen, der Satz, du hast ganz schön große Eier, von Pattinson in französischem Akzent, war ein Highlight. Durchaus. Der Film ist eher sowas, was man, glaube ich, sehr, sehr gut im Herbst auf Netflix angucken kann. Genau, es ist auch eine Netflix-Produktion. Was nicht heißen soll, dass er schlecht ist, es war nur so eine sehr gut gemachte Fernsehproduktion, fand ich eher. Ja, das stimmt. Was, glaube ich, auch an dieser Netflix-Ästhetik liegt, die ja sehr nah rangeht, sehr viele Großaufnahmen von Köpfen hat, damit das Ganze wahrscheinlich auch noch auf einem Handy funktioniert, wenn man irgendwie das mitten in der U-Bahn gucken möchte oder auf einer längeren Busfahrt. Ich finde, das macht was mit der Ästhetik der Filme und das fand ich hier durchaus. Das ist alles sehr nah dran. Sehr prominent, das stimmt. Sehr eng gedreht, also sehr eng an den Figuren, auch selbst die Battle Scenes sozusagen, also die großen Kampfszenen, die wir haben, sind sehr nah dran, sodass man sich schon teilweise fragt, so, oh Gott, wer haut hier eigentlich gerade welchem Ritter? Ja, vielleicht solltest du das kurz erklären, welcher König welchen genau, Ritter welcher da gerade wem was Ritter, macht. Genau, wir haben, The King ist nicht irgendein König, sondern Henry V. orientiert sich ein bisschen an der Shakespeare-Vorlage, ohne die Sprache dabei zu adaptieren. Also das heißt, man sitzt ein bisschen drin und wartet die ganze Zeit so, wann kommt denn jetzt Shakespeare und wann kommen denn jetzt diese großen Monologe, die es da teilweise gibt, die fallen komplett weg. Das ist alles in heutige Sprache übertragen. Die Dramatik und Figurendynamik ist aber übernommen. Joel Edgerton. Ja, was auch immer. Der ist Falstaff. Genau, und er hat das Drehbuch mitgeschrieben. Ja, das stimmt. Also das Ganze mit adaptiert für den Film. Genau, und Chalamet, ich schreibe sie besser, als ich sie spreche, spielt den sehr jungen König, der wider seinem Willen eigentlich den Platz seines Vaters einnehmen muss, der verstorben ist, krank, das Königreich hinterlassen hat, in Gespaltenheit und in Aufruhr und in bürgerkriegsähnlichen Zuständen, immer noch einen Krieg anhängig hat mit Frankreich. Und wie alle Leute, die blöde Jobs haben, wird er depressiv und sitzt, also Timothée Chalamets Job ist vor allem traurig, irgendwo rumzusitzen und so ein Gesicht, so das eine Gesicht zu haben. So diese Bürde des Amtes halt so plötzlich. Er war vorher eher so jemand, der sich damit abgefunden hat, dass er nicht dieses Königsamt antreten wird, sondern hat sich da... Aber die Bürde ist sehr nicht ambivalent, finde ich. Also es war so ein bisschen, es war sehr redundant. Ich muss sagen, ich mag ihn ja, aber da fand ich, war nicht so super. Es gibt so eine schöne, ich meine, er weint halt sehr schön im Close-Up. Das ja, er sieht auch so schön aus, aber... Ich fand es nicht so, also für mich ging es auf. Es war ein gut, fühlte mich gut unterhalten. Das, okay. Das hat durchaus funktioniert für mich. Sind deine Ansprüche bei Netflix-Filmen anders als die für Kinofilme? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, immerhin, wenn wir beim Thema sind, gut sieht er aus. Dinge, die ich nicht behaupten kann, denn Roy Anderson ist ja bekannt dafür, dass seine Hauptfiguren alles sind, aber nicht schöne Jünglinge aus Frankreich, sondern sagen wir stramme gestandene, burschikose Menschen aus Schweden. Und mit seinem neuen Film About Endlessness hat er in 76 Minuten das ganze Leben einmal kurz abgedeckt, in ganz vielen, ganz kleinen Episoden, manche wirklich nur ein paar Sekunden lang, eine weibliche Erzählerstimme, wir werden nie rausfinden, wer oder was sie ist, fängt Sätze immer an mit, ich sah einen Mann oder ich sah eine Frau, die das und das gemacht hat oder der das und das passiert ist. Und dann wird eben diese kleine Sekunde lang diese Geschichte ausgespielt. Wie immer bei Anderson in einer hervorragenden Farbpalette von beige bis grau. Ist er denn sonst also wenigstens lustig? Jetzt, ich sage schon beige bis grau. Es ist beige und grau. Okay. Punkt. Und nee, es ist ehrlich gesagt, ich weiß, wenn man Zyniker ist, kann man da, glaube ich, ganz viel lachen. Ansonsten ist es, glaube ich, eher eine sehr melancholische, bisschen zur depressiven Verstimmung reichende
Kontemplation über das Leben, die manchmal nur so kleine Momente hat, wie ein Zahnarzt, der die Schnauze voll hat und einfach saufen geht und seinen Patienten da liegen lässt mit seinen Zahnschmerzen, über Menschen, die andere Menschen töten. Und man sieht das nur ganz kurz, man weiß noch nicht mal warum, man geht sofort wieder raus aus dieser Situation. Leute, die alle möglichen Arten von Gefühle haben und alle möglichen Dinge, die ihnen passiert sind, immer nur in ganz, ganz kurzen Sequenzen. Das Ganze würde nie so richtig einen kompletten Sinn ergeben, sondern es ist tatsächlich so ein Kaleidoskop, als ob man ein Engel wäre und einfach so die Schicksale von Menschen so anschaut. Die springen auch manchmal in der Geschichte. Es gibt eine ganz kurze, völlig absurde Episode mit Hitler, wie er in seinem Bunker sitzt und sich denkt, scheiße. Hat nicht geklappt. Und ja, nach 76 Minuten ist der Film vorbei. Man wird da so zurückgelassen und das war's. Es klingt eigentlich mehr nach dem, als würde es passen, handlungsmäßig zu dem letzten Film. Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Mit so naja, es ist also, er bleibt sich treu, wie man so schön sagt. Ich würde diesen Film niemandem empfehlen, der depressive Verstimmungen hat. Ich glaube, man muss da relativ gestärkt reingehen. Der ist auf eine ganz komische Art und Weise sehr hart, weil sehr, sehr real und sehr viele Dinge, die man da sozusagen präsentiert bekommt. Man kann natürlich wie bei Andersen auch immer lachen über die Absurdität der ganzen Sachen. Die Menschen sind super, super langsam und träge. Sie haben so weiß geschminkte Gesichter, damit sie irgendwie noch toter aussehen, als sie es eigentlich, also eigentlich leben sie ja noch, aber also irgendwie ist da sehr viel stilistisch sozusagen wieder eingebaut. Und das ist natürlich alles in der typischen schwedischen Traurigkeit irgendwie. Das Wetter ist quasi immer schlecht, es regnet und so weiter. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich von diesem Film halten soll, aber er ist tatsächlich das, was man eigentlich möchte vom Kino. Er ist irgendwas, wo man denkt, da muss ich drüber nachdenken. Irgendwas macht das mit einem. Und ich glaube, das ist auch so einer, der so in ein paar Tagen wird der, glaube ich, noch größer werden und noch interessanter werden. Aber auf jeden Fall, sagen wir, sieht man diese Art von Film nicht sehr oft im Kino. Und mit der muss man auch irgendwie sich auseinandersetzen und klarkommen. Was hier nicht so sehr passiert ist. Es gab so ein paar Lacher und dann gab es auch so sehr viele Leute, die gebuht haben, weil ihnen das jetzt nicht gefallen hat, dass man ja auch wirklich nichts geliefert bekommt. Hm. Keine Erklärung, also man muss jetzt viel selbst mit dem Film anfangen sozusagen. Ja, das ist so einer, ich mag das ja, das ist so ein Filmemacher, der schmeißt da was hin und sagt, komm klar, ist nicht mein Job, dir das jetzt alles hier zu erklären. Das Gegenteil von amerikanischen Filmen sozusagen. Mhm. Denk dir selber was aus und geh weg. Und irgendwie ist das, ich finde das in Ordnung, das ist sehr sympathisch, aber ich glaube, der ist sehr speziell und wird nicht ungefähr jedem gefallen. Aber das muss es ja auch nicht, dafür ist das Kino ja nicht gemacht. Die Filme, die allen gefallen, die sind meistens kacke und deswegen finden wir das sehr, sehr schön, dass es dann doch wenigstens sehr ambivalente Sachen sind, die jetzt auf uns zukommen. Mhm. Und deswegen rennen wir jetzt sofort wieder ins Kino, denn wir sind noch lange nicht fertig. Nein.